Moin zur letzten Runde dieser Saison. Unser letzter HSV-Check der Saison steht an, obwohl die Saison für den HSV eigentlich schon gelaufen ist. Trotzdem sind wir auch noch beim Training beim HSV und auch der HSV trainiert noch. Und ich begrüße meinen Kollegen Stefan Walter im Volkspark. Moin Stefan. Moin Henrik, Grüße aus dem Volkspark. Ja, wir haben ein bisschen was vor. Wir haben relativ viele Fragen dabei und deswegen starten wir auch direkt mit unserer ersten Rubrik. Ja, seit Sonntag ist es offiziell, der HSV geht in ein viertes Jahr, zweite Liga. Wer hätte das vor 3 Jahren gedacht, als der HSV das erste Mal abgestiegen ist? Der dritte Nicht-Aufstieg in Folge in einer relativ ähnlichen Art und Weise ist passiert. Und jetzt steht natürlich wieder die große Frage an, wie geht es weiter im Volkspark? Wann kommt der neue Trainer? Was passiert mit dem Vorstand? Wird der Aufsichtsrat aktiv? Stefan, wo fangen wir an? Ich würde mal sagen, die Trainerfrage ist, glaube ich, die Frage, die die meisten Leute interessiert. Wie sieht es im Volkspark aus? Hast du schon einen neuen Trainer gesehen? Nein, Stand jetzt betreut Horst Rubisch noch das Training. So war es vorgesehen diese Woche. Der neue Trainer ist noch nicht gefunden. Ja, es gibt ihn einfach schlichtweg noch nicht. Der Zeitplan sieht es aber vor, dass der HSV in der nächsten Woche zumindest einen neuen Trainer präsentieren will. Stand jetzt, muss man so ehrlich sein, wollen wir uns mal überraschen lassen, wer es denn wird. Es gibt bisher viele Gerüchte und noch mehr Dementis, aber noch keine wirklich klaren Indizien. Ja, Jonas Bold hat gesagt, dass er den neuen Trainer mit Saisonende oder dann ja, unmittelbar nach der Saison vorstellen will. Er hält sich da im Moment sehr bedeckt. Es gibt ein paar Namen, die jetzt heiß diskutiert werden, angefangen zum Beispiel von Tim Walter. Jes Torup vom FC Kopenhagen ist offenbar ein Kandidat intern. Auch Tobias Schweinsteiger, der ehemalige Co-Trainer, wurde genannt. Zu diesen drei Namen kannst du da irgendwas sagen? Kannst du irgendjemanden ausschließen? Eigentlich kann ich nur sagen, dass es wahrscheinlich keiner dieser drei Namen wird. Also Tobias Schweinsteiger wird es nach unseren Informationen nicht. Bei Jes Torup vom FC Kopenhagen hat sich ja der FC Kopenhagen auch klar geäußert und klar gesagt, dass er auch nicht neuer Trainer wird. Bei Tim Walter, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich mir das persönlich überhaupt nicht vorstellen. Ich finde eigentlich, dass er aufgrund der Spielweise, die er beim VfB Stuttgart hat praktizieren lassen und auch seines Verhaltens gegenüber Gegnern, die ihn dann mal geschlagen haben, eigentlich disqualifiziert hat für einen möglichen Job in Hamburg. Ich kann mir das wirklich nicht vorstellen, dass er hier Trainer wird. Dafür ist er einfach auch zu stur in seiner Art. Von daher würde ich jetzt mal sagen, die Namen, die du aufgezählt hast, würde ich jetzt mal ausschließen. Hendrik, vielleicht hast du noch einen Wunschkandidaten. Edin Terzic wird ja auch immer genannt. Aktuell kann man nur viel spekulieren. Ja, also mein Wunschkandidat wäre tatsächlich Steffen Baumgart gewesen. Mit dem hat sich der HSV ja auch beschäftigt. Wäre für mich ein Typ gewesen, der mit seiner ganzen Art, mit seinem Fußball, den er spielen lässt, mit seiner Emotionalität, mit seiner Energie, wäre hier für mich der perfekte Kandidat gewesen, auch wenn es natürlich Zweifel gegeben hätte, ob dieser Offensivfußball hier so funktioniert hätte, dieser bedingungslose Offensivfußball. Ja, Jes Torup finde ich einen interessanten Namen. Muss gestehen, ich kannte ihn vorher nicht so wirklich. Man hat ihn vielleicht mal gehört, so aus der Zeit beim FC Midtjylland. Damals hat er auch Raphael van der Vaart trainiert. Ich habe mit van der Vaart kurz diese Woche gesprochen, habe ihn gefragt, so was er von ihm hält. Er hat damals jetzt nicht sonderlich viel gespielt unter ihm. Meint aber, es wäre ein guter Trainer, ein sehr ruhiger Typ. Klang jetzt nicht so ganz euphorisch und außerdem ist die Vertragslage ja auch da so, dass Torup noch ein Jahr unter Vertrag steht. Das heißt, man müsste da ihn aus dem Vertrag rauskaufen, so wie man es ja auch mit Daniel Thune gemacht hat. Also das wird wahrscheinlich auch eher nichts. Tim Walter, kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass der hier noch ein ernsteres Thema wird, einfach dadurch, dass Jonas Bolt den ganz gut findet. Das hat er auch vor einem Jahr schon mal angedeutet, als er sich dann damals für Daniel Thune entschieden hat, dass er sich mit dem beschäftigt hat. Hatte allerdings da auch schon so Zweifel geäußert, ob das dann nicht doch zu viel Arroganz auf einmal wäre mit Jonas Bolt als Sportvorstand und dann noch Tim Walter, der ja auch sehr, sehr selbstbewusst daherkommt, ähnlich wie Jonas Bolt. Ob das dann so die richtige Mischung wäre, also da kann Jonas Bolt sich mit Sicherheit selbst auch gut einschätzen. Da könnte ich vielleicht direkt auch noch einmal überleiten zu einer Frage, die wir bekommen haben von unserem Twitter-User Beamtensohn. Der fragt nämlich jetzt nach dieser Saison, ob Jonas Bolt überhaupt noch tragbar ist und ob er der Mann ist, der jetzt den neuen Trainer überhaupt auswählen sollte. Stefan, was hast du für eine Meinung von Jonas Bolt? Sollte man ihm weiter das Vertrauen geben oder steht auch er jetzt zur Debatte?
Also ich persönlich habe auf jeden Fall eine ganz klare Meinung, was Personalwechsel betrifft. Und ich bin nicht unbedingt ein Freund davon. Ich halte es für Aktionismus. Und man sieht ja auch, wo der HSV gelandet ist, nachdem er die vergangenen Jahre sehr häufig das Führungspersonal ausgetauscht hat. Ich denke aber trotzdem, dass man gewisse Punkte und Maßnahmen auch von Jonas Bolt kritisch hinterfragen muss. Und zum Beispiel finde ich oder fand auch von vornherein den Kader nicht unbedingt optimal zusammengestellt. Ich fand die Transfers nicht unbedingt optimal gewählt. Ich fand es richtig zu sagen, wir brauchen vom Typ her Charakterspieler, wir brauchen jetzt Führungsspieler auch oder sogenannte Säulenspieler, wie es der HSV ja selber genannt hat. Ich fand es dann aber nicht unbedingt richtig, diese Spieler nur im Ü30-Bereich zu suchen. Ich denke, der HSV braucht vor allem jetzt charakterstarke Spieler, die aber auch noch einen Wiederverkaufswert haben. Und viele Kritiker dessen, was ich gerade gesagt habe, sagen dann immer, naja, nur mit jungen Spielern ginge es ja auch nicht. Das ist natürlich völlig klar. Aber es gibt auch noch etwas dazwischen, zwischen jungen Spielern und Ü30-Spielern. Also ich denke, dass vor allem der Transfer von Sebastian Schonlau jetzt schon in die aus meiner Sicht richtige Richtung geht. Oder auch Transfers wie Jeremy Duziak und Tim Leibold in den vergangenen Jahren haben ja auch gezeigt, dass es so in dieser Altersklasse und von dieser Qualität ungefähr, das müsste jetzt die Richtung sein, in der HSV sucht. Und ich glaube, da muss sich der HSV vor allem und auch Jonas Bolt kritisch hinterfragen, wie sie die vergangene Transferperiode angegangen sind. Denn viele Spieler haben einfach nicht so funktioniert, wie erhofft. Ich denke da insbesondere an Klaus Jasula und auch Sven Ulreich, der die Mannschaft nicht wirklich qualitativ nach vorne gebracht hat, gleichzeitig aber auch ein gewisses Gehalt hier in Hamburg bezieht und auch einen Kaderplatz dann frisst. Von daher denke ich, da muss man sich kritisch hinterfragen. Die Antwort sollte aber nicht sein, Jonas Bolt jetzt zu feuern, um auf deine Frage zurückzukommen, sondern die Antwort sollte sein, aus den Fehlern zu lernen, hier und da ein paar Anpassungen durchzuführen und dann auch wieder neu anzugreifen mit dem Personal. Okay, klare Meinung, die ich auch grundsätzlich teile, was Personalkontinuität angeht. Trotzdem ist natürlich die Frage, ob Jonas Bolt jetzt nach diesen 2 Jahren, in denen ja doch relativ viele Transferflops dann dabei waren, auch wenn nicht dann immer auch der Sportvorstand wahrscheinlich die Schuld hat, dass dann Spieler nicht unbedingt funktionieren. Ich denke, er hat relativ gute Transfers gemacht, was die Wirtschaftlichkeit angeht. Also wenn man so an Simon Terodde oder Sven Ulreich denkt, da hat er, finde ich, gute Deals ausgehandelt. Also der HSV ist da jetzt nicht finanziell all in gegangen. Trotzdem hat er sich dann am Ende immer wieder auch für diese erfahreneren Spieler entschieden, auch im Jahr davor mit Martin Harnik, mit Everton, mit Timo Letschert. Was mir halt einfach fehlt, sind mutige Transfers. Und das ist ja auch der Vorwurf von unserem User Beamtensohn. Immer wieder ein schöner Name übrigens. Diese Unkreativität bei Transfers, also dieser Vorwurf auf Spieler wie Terodde und Sven Ulreich, Toni Leisner, da kann jeder drauf kommen, da braucht man kein Scouting für. Und ich erwarte jetzt von Jonas Bolt, wenn er jetzt auch das Vertrauen ausgesprochen bekommt, dass er zusammen mit Michael Mutzel, der ja auch ein Befürworter ist von jungen Spielern, von entwicklungsfähigen Spielern, da die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen und endlich auch mal mutige Transfers zu tätigen. Und bin gespannt, ob er das dann auch am Ende tun wird. Also natürlich steht auch Jonas Bolt unter Beobachtung nach diesem Jahr. Willst du dem noch irgendwas hinzufügen, bevor ich mich hier in Fahrt rede? Nein, ich finde, das hast du auch nochmal sehr gut gesagt. Natürlich muss auch Jonas Bolt jetzt abliefern, um einen Schlussstrich zu ziehen. Er ist am Ende 2-mal nicht aufgestiegen oder er war der Verantwortliche für 2 Nichtaufstiege. Und auch das muss man sich dann auch mal vor Augen führen und sich dann fragen, woran hat es denn gelegen? Und da landet man auch zwangsläufig beim Sportvorstand. Genau, und wir landen jetzt bei unserer nächsten Rubrik und da geht es dann auch um den Kader und um mögliche Verträge für die neue Saison. Und zwar starten wir mit einer Frage, die wir schon in der vergangenen Woche bekommen haben von einem Twitter-User, die wir aber dann aktuell nicht mehr besprochen haben. Und zwar war die Frage nach Aaron Hunt und seiner Zukunft, ob er beim HSV noch einmal einen Vertrag bekommt. Sein Vertrag läuft ja jetzt aus Ende Juni. Und wenn du mir die Frage letzte Woche gestellt hättest, hätte ich ganz klar gesagt, Aaron Hunt wird keinen Vertrag mehr bekommen. Das ist vor allem auch meine persönliche Meinung. Allerdings hast du offenbar andere Informationen. Kannst du vielleicht eine Woche später nochmal auf die Frage eingehen und sagen, wie sieht es denn aus mit Aaron Hunt? Bekommt er etwa doch noch einen neuen Vertrag? Ja, es gibt tatsächlich eine neue Informationslage. Ich gebe zu, dass ich heute in meine Gespräche auch mit der Einstellung reingegangen bin, die du gerade gesagt hast, dass ich mir nicht hätte vorstellen können, dass es irgendeinen Weg gibt, wie Aaron Hunt und der HSV nochmal eine Vertragsverlängerung anstreben.
Dazu muss man auch sagen, bisher wurde immer gemutmaßt, dass Hand 1 Million oder sogar darüber hinaus beim HSV verdient. Diese Summe stimmt nicht, sondern er hätte nur so viel Geld verdient, wenn der HSV aufgestiegen wäre. Da er das jetzt 3-mal in Folge auch mit Hand nicht geschafft hat, hat Hand stets pro Saison etwas weniger als 1 Million verdient. Und jetzt, wenn sie sich dann tatsächlich einigen, wenn der neue Trainer sein Go gibt, dann könnte Hand nur noch ungefähr die Hälfte verdienen. Also das sind so die Konditionen, die aktuell im Raum stehen, um die es geht. Die Tendenz ist, dass Hand bleibt beim HSV. Okay, wer hätte das gedacht? Also ich auf jeden Fall nicht. Und ja, ich denke, noch ist das letzte Woche da noch nicht gesprochen, wie du schon sagst. Erstmal muss ja auch ein neuer Trainer kommen. Ich persönlich würde es für das falsche Signal halten, jetzt Aaron Hand nochmal mit 34 neuen Vertrag zu geben. Er hat eine ganz passable Saison gespielt. Ich finde, dass er auch in dieser Rolle des Teilzeitarbeiters, so wenn er reinkam in zweiten Halbzeiten, durchaus auch nochmal das Spiel sehr positiv beeinflussen konnte. Trotzdem auch wie in den Vorjahren, in den entscheidenden Phasen, wenn es dann halt darauf angekommen ist, diese Spiele in Sandhausen, in Würzburg zu gewinnen, da hat man Aaron Hunter nicht gesehen. Und ich glaube einfach, dass es an der Zeit wäre, jetzt dieses Kapitel auch zu beenden, um auch in der Kabine da eine neue Energie reinzubekommen. Dazu vielleicht noch eine Frage von unserer Instagram-Userin Pink Flower, die nach diesem psychologischen Problem auch fragt und ja, wie man dieses Problem lösen will, das bei HSV immer dann auf den letzten Metern der Saison einbricht. Und ich bin der Meinung, dass ja, dieser neue Geist, der dann vielleicht dafür auch entstehen muss, eine neue Energie, dass das nur ohne Aaron Hand geht. Würdest du mir da widersprechen? Nein, grundsätzlich sehe ich das eigentlich ähnlich. Ich glaube, der HSV muss sich jetzt wirklich mal von einigen Spielern trennen, die einfach auch diese negative Stimmung mittragen hier im Volkspark. Dazu ist auch ein Gideon Jung zum Beispiel zu nennen. Auch ein Khaled Naray hat jetzt schon viel mitgemacht hier in Hamburg. Möglicherweise muss man sich auch von David Kinzombi trennen. Jeremy Duziak ist natürlich nach seinen disziplinarischen Verfehlungen jetzt auch ins Hintertreffen geraten. Er ist 2-mal zu spät zur Teamsitzung gekommen, ist aktuell suspendiert. Da tendiert der HSV aktuell auch dazu, sich von dem Spieler zu trennen. Möglicherweise gibt es auch noch Bewegung auf der Torhüterposition. Zumindest zahlt man da ein gutes Gehalt an insgesamt 2 Leute. Also ja, ich denke, insgesamt sollte sich der HSV, wo er denn kann, neu aufstellen. Und bei Aaron Hand könnte er es in jedem Fall, weil er ihm einfach keinen neuen Vertrag anbieten muss. Also das klingt auf jeden Fall danach, als ob es dann doch wieder einen relativ großen Umbruch geben könnte im Kader. Das war auch noch eine Frage von Kepa17, unserem Twitter-User, der genau danach gefragt hat. Also Duziak könnte gehen, Aaron Hand weiß man noch nicht, Simon Terodde ist schon weg, David Kinzombi wird genannt, Rick van Drongelen steht mit Sicherheit auch zur Debatte. Sein Vertrag läuft ja nächstes Jahr aus, also da müsste man sich dann Gedanken machen, ob man den jetzt nochmal verlängert. Mit Sebastian Schonlau hat man da ja schon einen möglichen Vertreter auch für die Innenverteidigung oder einen Nachfolger verpflichtet. Ich würde noch auf eine weitere Frage eingehen wollen. Christoph fragte noch nach dem neuen Torwarttrainer. Die Personalie ist natürlich jetzt noch nicht ganz aktuell. Also Kai Rabbe wird ja aufhören, wird den Verein verlassen. Das hängt natürlich dann noch davon ab, wer der neue Cheftrainer wird. Und dann haben wir noch die Instagram-Frage von Michel, der sich erkundigt nach Chris Führig vom SC Paderborn, ob das einer für den HSV wäre. Ich hatte den in meiner Zweitliga-Kicker-Elf und der hat auch ganz gut gepunktet. Trotzdem bin ich hinter dir gelandet, Stefan. Hattest du Führig auch? Ich hatte Führig nicht, dafür aber Serdar Dosun von Beginn an und auch in Jason Lee aus Kiel und auch Bochum habe ich auch gesetzt. Von daher reicht dir natürlich ein Führig nicht, um vor mir zu landen, das ist klar. Grundsätzlich fand ich, hat Führig eine sehr gute Saison gespielt und ist auf jeden Fall ein spannender Spieler. Ob er dann am Ende kommt, hängt natürlich auch sehr viel davon ab, welche Spieler man jetzt los wird. Und du hast es gerade gesagt, es könnte einen großen Umbruch geben. Ich glaube trotzdem nicht, dass es den großen Umbruch gibt, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass der HSV alle Spieler wirklich los wird, die er möglicherweise gar nicht mehr unbedingt hier beschäftigen will. Denn was nach wie vor Fakt ist, ist, dass alle hier ein gutes Gehalt beziehen. Und man muss erstmal einen anderen Verein finden, der auch diese Summe bietet, damit auch für den Spieler es irgendwie lukrativ und interessant wird, hier den Verein zu wechseln. Hamburg ist nach wie vor eine schöne Stadt. Das sagt eigentlich jeder Spieler, auch der hier spielt. Jeder Spieler möchte hier gerne bleiben. Man fühlt sich wohl, auch wenn man auf der Bank sitzt. Also das ist ein Problem, was man seit Jahren kennt. Die Verträge sind nun mal gut hier in Hamburg. Man kann viel unternehmen in der Stadt. So freiwillig geht eigentlich keiner. Und deswegen wird hier und da möglicherweise auch eine Abfindung ins Gespräch gebracht werden.
kann mir aber nicht vorstellen, dass der HSV jetzt 4 Spieler gegen eine Abfindung vom Hof jagt. Spieler wie Van Drongelen haben vielleicht noch einen Markt und man kann eine Ablöse generieren. Aber ja, am Ende, um zu Personal Führich zurückzukommen, man muss erstmal Leute loswerden. In dem Fall wäre es vor allem sicherlich Khalid Narei, den man mit Führich ganz gut tauschen könnte. Und auch ohne Chris Führich hast du es geschafft, offenbar die zweite Liga-Gesamtwertung in unserer Kickerliga zu gewinnen. Das nur am Rande. Und Chris Führich, der, habe ich gehört, wohl vor einem Wechsel oder möglicherweise vor einem Wechsel zum VfB Stuttgart steht. Eine Ausstiegsklausel von 1 Million. Also das könnte sich der HSV aktuell mit Sicherheit auch nicht leisten, auch wenn Chris Führich mit Sicherheit ein interessanter Spieler ist. Und möglicherweise gibt es aber einen anderen Spieler, der den Verein verlassen wird nach dieser Saison. Und damit kommen wir zum Wochenende. Und zwar geht es um Joscha Wagnermann, der ja aktuell möglicherweise den größten Verkaufswert hat beim HSV. Und auch der Plan besteht, ihn ja im Laufe der Transferperiode zu verkaufen, um dann wiederum Mittel zu bekommen. Aktuell ist er allerdings noch verletzt. Hat er heute trainiert, Stefan? Kann er am Wochenende gegen Braunschweig nochmal spielen? Stand jetzt kann er nicht spielen gegen Braunschweig. Er hat heute nur mit Reha-Trainer Sebastian Kampel individuelle Übungen gemacht. An seiner Seite waren übrigens auch Khalid Narei und Jan Jamra und Gideon Jung, also wirklich 4 Spieler, die nur individuell trainieren konnten. Es sind aber auch noch 2 Tage Zeit bis zum Spiel. Also man muss vor allem morgen dann mal das Abschlusstraining abwarten. Jeder, der morgen voll mittrainieren kann, ist natürlich eine Option für Sonntag. Andersrum, wer morgen nicht mittrainiert, der wird dann nicht im Kader stehen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es für Wagnermann nicht reicht. Er will natürlich auch nicht sein U21-Turnier riskieren. Und ich denke auch, der HSV hat kein Interesse daran, dass er sich jetzt im letzten Saisonspiel verletzt, dass man ihn zu früh wieder einsetzt. Er dadurch das U21-Endrundenturnier dann auch verpasst und sich dadurch nicht empfehlen kann für neue Vereine. Denn klar ist, der HSV setzt zwar eigentlich auf die Leistung von Wagnermann, aus meiner Sicht auch zu Recht. Auf der anderen Seite ist er einer der wenigen Spieler, die jetzt nochmal Geld in die leeren Kassen spülen könnten, um dann gleichzeitig aktiv zu werden, was Neuzugänge auf dem Transfermarkt betrifft. Du hast neulich die Geschichte gemacht und hast auch von einem Preisschild gesprochen. Vielleicht kannst du uns einmal aufklären, wie da der aktuelle Stand ist, Herr Joscha. Ja, also sein Management geht da jetzt in die Verhandlungen. Es ist bekannt, dass es da Interesse gibt. Und die Frage wird sicherlich sein, wie du jetzt auch sagst, wie verkauft er sich auch noch bei der U21-Endrunde? Also je besser er da spielt, umso höher wird nochmal sein Preis. Aber ich gehe fest davon aus, dass Joscha Wagnermann den HSV in diesem Sommer verlassen wird. Und denke nicht, dass es die kolportierten 8 bis 10 Millionen werden, aber so 5 bis 8 Millionen, das könnte ich mir schon vorstellen, dass er diesen Preis hat. Und ja, es gibt ja auch noch Amadou Onana, der jetzt ja auch wieder heute trainiert hat, wie ich bei dir gesehen habe, im Ticker. Der hat mit Sicherheit noch das größere Verkaufspotenzial und auch das größere Entwicklungspotenzial von seinen Anlagen her, aber den will der HSV jetzt noch nicht abgeben. Von daher denke ich, dass es dann im Sommer auf Wagnermann hinauslaufen wird, damit der HSV überhaupt finanzielle Möglichkeiten hat. Genau, dazu anschließend noch eine Frage, die wir bekommen haben von Tim Ehlers. Der fragt nämlich zum Spiel gegen Braunschweig, ob wir damit rechnen, dass jetzt junge Spieler wie Jonas Davi zum Beispiel nochmal eine Chance bekommen würden, gegen Braunschweig sich zu präsentieren. Was denkst du, hat Jonas Davi eine Chance? Wie sah es im Training aus? Ich kann mir ehrlicherweise nicht vorstellen, dass Jonas David jetzt nochmal eine große Chance gegen Braunschweig bekommt, weil ich seit Rubels Amtsantritt nicht den Eindruck hatte, dass Jonas David ein Spieler ist, auf den Rubels auch setzt. Ich könnte mir eher vorstellen, dass Ogechika Heil und Mo Kwarteng jetzt nochmal ein paar mehr Minuten bekommen könnten auf dem Platz. Ogi Heil könnte möglicherweise sogar in die Startelf rücken, da, wenn Wagnermann dann final ausfällt. Narei hat auch nur individuell trainiert, da müssen wir mal abwarten, ob es reicht bis Sonntag. Und dann Jan Jamra heute auch wegen Adduktorenproblemen nur individuell trainiert, dann gehen dem HSV dann schon die Optionen aus hinten rechts. Und dann gibt es die Option, ob man entweder mit einer Dreierkette spielt, aber Rubesch ist eigentlich ein Freund eines klaren 4-4-2. Und warum nicht dann mal einen Ogi Heil auf ungewohnter Position mal austesten? Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Rubesch auch in die Richtung geht, die Spieler jetzt noch einmal so vorspielen zu lassen für die neue Saison, damit sie sich zeigen können, damit die Verantwortlichen danach nochmal abschließend bewerten können, sind das Spieler, auf die wir in Zukunft auch setzen, ja oder nein? Und da Rubesch ein Freund der jungen Spieler ist, denke ich, dass Heil und Quarteng gute Chancen haben. Jonas David eher nicht. Henrik, du hast da ein paar mehr Informationen, dass da möglicherweise auch die Wege auseinandergehen könnten.
Ja, davon gehe ich fest aus. Nach diesem Jahr, in dem Jonas David wirklich überhaupt gar keine Rolle spielte, auch keine wirkliche Chance bekommen hat, da ganz am Anfang der Saison im Pokal in Dresden, da sah er wie alle anderen auch nicht gut aus. Danach hatte er im Prinzip das Vertrauen verloren bei Daniel Thun und ich hatte jetzt eigentlich gedacht, dass er unter Horst Rubisch dann zumindest mal eine Chance bekommt. Aber auch der hat ihn jetzt nicht eingesetzt und ja, der Frust ist natürlich groß bei Jonas David und soweit ich gehört habe, ist er jetzt auch schon auf Vereinssuche und natürlich ist es das Beste für ihn, jetzt mal für einen, möglicherweise sogar für 2 Jahre ausleihen zu lassen und dann Spielpraxis zu bekommen, sich zu entwickeln und dann vielleicht irgendwann nochmal beim HSV es zu versuchen. Ja, das ist mein aktueller Stand, davon gehe ich aus und dein Stand ist, dass du jetzt, glaube ich, langsam los musst, denn gleich findet noch die Pressekonferenz mit Horst Rubisch statt. Im Hintergrund wird schon der Rasen gemäht bei dir, Stefan. Also vielen Dank, dass du dir noch die Zeit genommen hast und fahr nicht zu schnell. Natürlich nicht, ich passe auf. Also, allen ein schönes Spiel am Sonntag.